Da sind wir wieder zurück bei Dark Souls Remastered. In der Brücke. In deren Nähe ich mal ganz eklig an diesen blöden Viechern draufgegangen bin. Ich glaube, da oben liegen meine Seelen. Boah, sind die ekelig, die Viecher. Aha, wenn da jetzt noch mehr von kommen, dann bin ich aber über die Brille auf. Da oben sind noch welche. Zwei Stück gleich. Kommen doch auch schon, oder? Ich möchte erstmal nur eine von haben. Sonst werde ich, glaube ich, sterben. Schon wieder. Geh mal hier ein bisschen in den Wald. Ich hoffe... Aber die kommen mir hier auch nicht hinterher, groß. Sind sie da hinten? Alter Schwede. Also hier kommen sie schon mal nicht runter, das ist schon mal gut. Ich hätte gerne mal die andere hier, die andere Ratte. Die sind aber schnell wieder weg. Ach komm schon, nun komme ich jetzt... Wow, weg! Ey, seid ihr ein ätzendes Dreckspack. Das dauert zu lange. Oh. Bitte nicht noch mehr von den Drecksdingern. Die sind ja richtig ätzend. Zur Hölle soll ich denn jetzt hier lang gehen? Erstmal zum Loot. Würde ich sagen. Hallo? Hier ist nichts. Hier sind die Pilze, die habe ich doch drüben von der anderen Seite schon gesehen. Ich nehme es mal an, dass es die sind.
Dann schlagen wir uns mal weiter hier durch den dunklen Wald. Schützenposition. Nicht daher gekommen, oder? Wow, ist das verwirrend. Dann will ich ja sofort hier bei den Ratten gewesen. Oder Wölfe, Wolfsratten. Hier rechts war ich noch nicht. Dann gehe ich mal bei den Pilzen vorbei. Würde ich sagen. Hallo Pilze. Folgt mich ja wer, ne? Relativ viele Pilze. Müsste ich allerdings dann auch hier irgendwo... Krapsen ja laut. Okay, die kann man sogar backstabben. Hab ich mich jetzt gesehen? Nee. Ja. Genau. Okay. Trotz alledem. Pilze schön und gut, aber ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wo es hier weitergehen könnte. Oder hinten sehe ich was. Aber 25.000 Seelen. Ah ja, okay. Sieht mir aber wieder schwer nach dem Boss aus. Aber ich glaube, dann wäre ich auch hier überall gewesen. Guck nochmal, was die Pilze hier so sagen. Wenn sie mir ein bisschen leid tun. Die kleinen Pilzchen. Oh, guck mal. Oh. Ich hab mal gewusst, was da mit den Großen nicht in Ordnung ist. Die bewachen ja irgendwie mal hier eine Truhe. Kann ich denn hier erstmal nur einen von euch anlocken? Hallo, Mr. Pilz. Nicht bei Ihnen mal vorsprechen, bitte. Oh ja, die sind schnellstens ins Netz.
Er hat eine ganz schöne Range. Was trappst denn hier? Da trappst du noch mehrere kleine. Alter Schwede, was ist denn jetzt los? Weltharz. Das ist die berühmte Pilzwanderung. Und war da Loot? Ne, das war die Tür. Nicht, dass du mich an die Kiste dran lässt, oder? Nee, sieht nicht so aus. Wasser will ich ja erst recht nicht gegen dich kämpfen. Kommst du mal hier lang, bitte? Für 1000 ist ja schon mal ganz okay. Blaue Glut. Sind hier viele von den Pilzen, ey. Aber die kleinen, niedlichen, brauchen wir jetzt auch nicht killen. Ja, dann ist wohl der Bossraum als nächstes dran. Allerdings. Hallo Katze? Ah, thou dost cometh. How fares ye? My hopes for thee are of the highest. Do not such a hope shatter with foul disproportion. Ja, ich glaube, das ist nichts Neues. Hier ist auch alles am Alten. Er spricht gar nicht mit mir. Achso. So, ich glaube. Hier einfach am Rand lang wäre es gewesen. Aber mit zwei Estus trinken, würde ich jetzt nicht zum Boss gehen wollen. Soweit ist es aber auch nicht von hier. Wenn man erstmal so ein bisschen weiß, wo es lang geht. Dann setzen wir uns doch nochmal ins Lagerfeuer. Machen nochmal ein Levelchen. Jetzt eigentlich nichts gegen weiter Konditionen noch. Zwei Vitalität können die auch noch mal machen. Machen wir auf 30. Und dann stürzen wir uns mal zum Boss. Hier dürfte jetzt eigentlich, weiß gar nicht, kam hier ein Bäumchen, aber viel kann jetzt hier nicht kommen. Ich
Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz rein, was da beim Boss los ist. Jetzt auf die paar Pilze. So, ein paar mehr. Hat mir ja eigentlich nichts auf den Sack. Sprinten wir hier mal eben durch. Sorry. Ist, glaube ich, ein bisschen flacher. Wow. Ohoho. Kann man aber auch ein bisschen besser sterben wahrscheinlich. Drüben auf der Seite geht's auch runter. Gut, zur Hölle bist du dran gestorben? Oh. Okay. Tränen. Ich hoffe nicht. Guck mal. Jetzt habe ich geöffnet, hä? Also. Okay, es geht zumindest, warum auch immer. Ich halt's nicht aus. Hallo? Zur Hölle. Wie geschafft. Schwert. Oh. Ei. Sicher. Warum habe ich mein Schild auf dem Rücken? Oh, ist gut. Okay, er kriegt ja ganz gut Schaden eigentlich. Und haut auch schon von mir ab hier, oder was? Das ist also hammergeil. Oh, oh. Der war gemein. Bündchen. Ja. Ey. Ich habe auch mal wieder zuschlagen. Hey, es wird aber wild hier. Das ist der Wolf. Hey. Unter ihm stehen ist eine ziemlich gute Idee, glaube ich.
Ach, guck mal, er hinkt. Oh, oh, du Ärmster. Ich kann schon gar nicht mehr richtig angreifen. Das ist ja gemein. Heimkehrknochen. Okay, hey, 40.000 Seelen. Auf Mut. Guck mal. Ja, in der Tat Mut, weil ganz dicht dran. Oh. Hallo? Der Hornissenring. Ganz dicht dranbleiben war wahrscheinlich die beste Methode überhaupt. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, nach Hause zu laufen. Habe ich sogar ausgerüstet. Dann holen wir uns mal einen Heimkehrknochen. Heimkehrknochen rein. Ja, war doch sehr einfach. Also wenn man sich dazu entschieden hat, dran zu bleiben an dem Hund, dann war das nicht schwer. War jetzt hier überhaupt? Achso, ja, ist richtig. Glaube ich. Oder? Nee, muss irgendwie. Der böse Baum. Wow. Der Stein, der ist ja bescheuert hier. Oh. Tschüss. Aber ich fahre ja nicht irgendwo bescheuert runter. So, 46.000 Seelen. Können wir ja nochmal ein oder zwei Level für machen. Hallo Schmied. Brauche ich mir noch ein paar Scherben bei dir? Zwei, drei Level kann ich mir ruhig nochmal gönnen. Ja, da fehlen 300 Seelen, glaubt man es denn? Kann ich vielleicht auch noch ein bisschen beim Schmied einkaufen. Gut. Machen wir dann auch. Dann sind wir erstmal wieder am Ende angelangt. Also, nicht wir, am Ende der Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.